Letztes Jahr zur Agritechnica kam eine Gruppe-Offensive von Kverneland, die Enduro-Reihe. Zu ihr gehören insgesamt 5 Grundmaschinen für den Anbau in der 3-Punkt von 3 bis 5 Meter Arbeitsbreite. Je nach Ausstattung heißen sie bei Kverneland Enduro oder Enduro Pro. Die Pro-Version mit stufenloser hydraulischer Tiefenverstellung und Parallelogramm geführter Nachlaufeinheit. Neben den neuen Enduro-Maschinen gibt es derzeit noch die Gruppe der CLC-Reihe. Während unseres Feldeinsatzes stand uns ein Enduro Pro 3000 mit 3 Metern Arbeitsbreite zur Verfügung. Auf unserem 3 Meter breiten Testgrubber verteilen sich 10 Zinken regelmäßig auf die 100 x 100 mm starken Querbalken. Mittels Klemmschalen sind sie am Rahmen befestigt, also weder verschweißt noch wurden Bohrungen getätigt. Die Rahmenhöhe misst beim Enduro 870 mm. Der Balkenabstand beträgt 750 mm. Auch bei größeren Materialansammlungen auf dem Feld sollte es bei den großzügigen Abmessungen nicht zu Verstopfungen kommen. Speziell für steinreiche oder schwere Böden hat Kverneland den Zinken Triflex 700 entwickelt. In gewissem Maße ähneln sie dem der CLC-Gruppe. Weiterhin setzt der Hersteller auf die Hohlzinkentechnologie samt Wärmebehandlung. Dank dieser Bauform können die Zinken beim Auftreffen auf Hindernisse um etwa 7 cm seitlich ausweichen, nur mit Hilfe der Materialeigenschaft. Die von Kverneland bekannten Blattfedern halten die Triflex auf Tiefe. Mit 700 kg Schardruck lösen sie bei Fremdkörpern aus und weichen nach oben um etwa 28 cm weg. Mit zunehmender Aushubhöhe verringert sich ihre Auslösekraft. Alternativ dazu gibt es den Scherbolzenzinken. Für die Scharauswahl hat Kverneland 7 verschiedene Varianten und Scharformen im Angebot plus 2 Hartmetallausführungen. Hinzu kommen 3 unterschiedliche Leitbleche. An unserer Testmaschine saß das Knock-On-System, das Schnellwechselsystem von Kverneland mit der schmalen 80 mm Spitze. Während der Fahrt und bequem von der Kabine aus kann man die Walze der gewünschten Bearbeitungstiefe anpassen. Dafür sitzen in den 2 Parallelogramm geführten Walzenarmen je ein Hydraulikzylinder, die den Nachläufer für tiefere Arbeiten anheben oder für flachere Arbeiten senken. Parallel dazu passt sich auch die Einstellung der Einebnungseinheit an. In der normalen Enduro-Ausführung müssen Distanzclips zwischen die Hydraulikzylinder geklappt werden. Vorteil von Parallelogramm geführten Walzen erkennt man besonders bei Doppelwalzen, die dann je nach eingestellter Höhe stets parallel zum Boden arbeiten und nicht Kopf- bzw. Hecklastig rückverfestigen. Unsere schwere Actipak-Walze mit einem Durchmesser von 560 mm hinterließ ein ordentliches Saatbeet. Kennzeichnend sind die gezackten Schneidscheiben und der Messerbalken zwischen den Ringen. Alternativ bietet Kverneland 5 weitere Walzen für die Enduro-Serie an. Zwischen Walzeneinheit und dem 3. Zinkenbalken nivelliert eine Reihe Hohlscheiben den aufgemischten Boden. Eine tolle Option sind die beiden hydraulisch ausfahrbaren Seitenscheiben. Alternativ zu den Hohlscheiben können auch Nivellierzinken als Einebnungswerkzeuge verwendet werden. Kverneland gibt den Enduro Pro bis 35 cm Arbeitstiefe frei. Je nach Ausstattung, Bodenbedingung und Einsatzzweck sollte mit den vorgespannten Pferdestärken nicht gespart werden. Die ausführliche Arbeitsprobe mit dem Kverneland Enduro Pro 3000 lest ihr in Traction, Ausgabe Juli-August 2020.